Thank you.
Sie recht herzlich begrüßen, tja, zu einem spätnachmittäglichen, frühabendlichen Opern-Operetten-Musical-Konzert. Wir haben unser Programm genannt Im Feuerstrom der Reben, der berühmten Ensemble aus der Operette Die Fledermaus, was natürlich auch später noch erklingen wird. Wir haben für Sie ein wirklich buntes Programm zusammengestellt. Ich hoffe, dass jeder von Ihnen das eine oder andere wiedererkennt, aber eben auch, dass es Ihnen im Ganzen auf alle Fälle aufgefallen wird. Ich darf vorstellen, heute dabei meine wunderbare Sopran-Kollegin Andrea Modak. Der brasilianische Bariton Marlon Maria. Und mein Name ist Tobias Hagel. Ich bedanke. Ich werde ein bisschen moderierend, klavierspielend und auch mal ein bisschen singend heute durchs Programm geleiten. Wir haben wirklich viele spannende Stücke im Programm. Als nächstes möchten wir Sie wieder in die italienische große Oper entführen. Soeben hörten Sie den Brindisi oder das berühmte Trinklied aus Verdis La Traviata. Als nächstes möchten wir Sie alle entführen nach Kalabrien. Und zwar haben wir ein wunderbares Stück mitgebracht aus der Oper Der Baiazzo, italienisch I Pagliacci. Sie werden den Prolog des Tonio hören. Bei diesem Stück handelt es sich um eine Wandertheatertruppe, die von Stadt zu Stadt reist und die kleinen Städte mit ihrem Theaterspiel begeistert. Und der Tonio, ein singender Schauspieler, wird quasi etwas über das Theater und die Komödie dem Publikum erzählen und damit auch Ihnen. Also seien Sie gespannt auf Marlon Maria mit dem Prolog des Tonio aus der Baiazzo.
Feurigen Einstieg.
Einstieg wollen wir auch gerne uns weiter mit dem Medium der Oper beschäftigen. Viele von Ihnen werden es gemerkt haben, ich habe gerade eben in meiner vorigen Moderation natürlich Quatsch erzählt. Das Trinklied, was Sie vorhin hörten, ist aus der Oper Traviata und nicht Rigoletto, wie ich eingangs wahrscheinlich gesagt habe. Aber jetzt sind wir wieder bei La Traviata und zwar wird es jetzt ein bisschen lyrischer, ein bisschen tragischer, denn die Andrea wird die Abschiedsarie, eigentlich die Sterbearie der Violetta oder der Titelpartie La Traviata selber singen. In dieser gezeichnet von der Schwindsucht singt die Violetta noch einmal von ihrer großen Liebe, der sie sich vorher verstritten hatte, dem Alfredo. Und auf dem Sterbebett gibt es eine wirklich rührende Versöhnung. Lassen Sie sich von Andrea verzaubern mit der Arie Addio il Passato aus der Oper La Traviata. Oh,
wirklich sagen, da habe ich nicht nur ein Tränchen im Auge, sondern auch ein Schweißpärchen auf der Stirn. Also das war ja wirklich herrlich, wie Andrea hier leidenschaftlich und lyrisch für sie verstarb auf der Bühne. Aber es ist natürlich nur Theater. Als nächstes kommt wieder etwas sehr Fröhliches und hier habe auch ich das Vergnügen, mit meiner herrlichen Kollegin Andrea Rudak Duett zu singen. Wir hören ein sehr fröhliches Duett aus der Oper Die Zauberflöte, und zwar das Duett von Papageno und Papagena. Einmal mit meiner wunderbaren Kollegin im Duett zu singen. Da mussten Sie jetzt einfach mal durch. So, als nächstes haben wir etwas mitgebracht, was mir persönlich immer sehr am Herzen liegt, denn nicht nur die Oper und die Operette liegt uns oder mir persönlich am Herzen, sondern auch der alte Schlager und das Chanson. Und nun habe ich etwas mitgebracht, was ich immer noch sehr mit meiner lieben Omi in Verbindung bringe auf den alten Schallplatten, auch wenn ich noch gerade 20 plus bin, kann ich mir dennoch vorstellen, wie es wohl sein mag, noch einmal 20 zu sein. Also, davon würde ich Ihnen gerne etwas erzählen. Musik.
es mit alten Wünsche wach. Unterhängt den größten und vielleicht den besten seiner oft geträumten Träume nach. Immer noch die Zeiten, die vergingen wieder. Immer noch die Jugend, einmal noch zu blühen. Man müsste nochmals 20 sein, so verliebt wie damals und irgendwo am Wiesenhain vergessen die Zeit. Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnte wie damals, dies glaube dann entschied es sich noch mal ich glaube, dann entschied es sich noch mal für dich. Da so mancher Zecher sitzt vor leerem Becher, wie vor seiner eigenen Jugendzeit. Unter einem Glase rötet er die Nase, doch betrübt er die Vergangenheit. Müsste nochmals 20 sein und so verliebt wie damals und irgendwo am Wiesenhain vergessen die Zeit. Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnt wie damals, ich glaube dann entschied es sich noch mal für dich. Ich glaube, dann entschied es sich noch mal für dich. Oh, ja, du allein bist die Tage verzeihen, wie ich heute geträumt hab, geträumt hab. Herzlichen Dank. Ein alter Schlager, der mir doch persönlich sehr viel bedeutet. Als nächstes haben wir ein Duett mitgebracht eines Komponisten, nämlich Paul Abraham, der Andrea und mir ganz besonders am Herzen liegt. Paul Abraham ist heute vielleicht hauptsächlich nur noch durch die Blume von Hawaii bekannt. Jedoch hat Paul Abraham unzählige Bühnenwerke geschrieben in den vor allen Dingen 1920er Jahren bis in die frühen 30er zusammen. Hinein, bevor er Berufsverbot als jüdischer Komponist im Nazi-Deutschland erhielt. Eines der wahrscheinlich schönsten Duette Paul Abrahams möchten wir Ihnen vortragen aus der Operette Victoria und ihr Husar. Und zwar ist es ein herrliches Stück, das Andrea und ich immer versuchen, in unsere Programme einzuschleichen, sozusagen. Sie hören jetzt von uns beiden das Duett Pardon, Madame aus Victoria und ihr Husar. Ich weiß auch noch was zu Abraham. Oh. Ja, und zwar, Abraham sprach zu Abraham, kann ich mal dein Zebra haben? Ja.
Das Werk von Paul Abraham, entführen wir Sie nun wieder nach Österreich-Ungarn und zwar zu Johannes Strauss. Wir haben jetzt für als letzten Block unserer kleinen Pause, haben wir für Sie ein paar Stücke mitgebracht aus der Fledermaus. Als erstes, bitte.
aus der lustigen Witwe. Da kann sie mal sehen, mein Kopf ist ein bisschen durch den Wind gefahren. Aus der lustigen Witwe, wie meine Kollegen mir gerade mal ins Ohr gepiept haben. Von Franz Lehaut und Johann Strauss, genau. So, also aus der lustigen Witwe, nun haben wir's. Aus der lustigen Witwe haben wir jetzt für Sie drei Stücke mitgebracht, die Sie wahrscheinlich ja doch kennen. Und zwar wird Marlon zuerst singen das Auftrittslied des Danilo, da gehe ich zu Maxim, gefolgt von Andrea mit dem wunderschönen Vilja-Lied. Und dann beschließen wir diesen Block mit Lippenschrein. Viel Vergnügen. Geht zum Kuss in Küchen mit allen diesen Sohn.
Thank you.
15, maximal 20 Minuten Pause. Sie haben die Gelegenheit, ein alkoholisches oder auch alkoholfreies Kaltgetränk dort hinten käuflich zu erwerben. Bei der Gelegenheit möchte ich es nicht versäumen, uns auch im Namen meiner Kollegen zu bedanken, dass wir hier auf der Burg Storkow heute zu Gast sein dürfen. Herzlichen Dank, und mit Ihnen bringt uns dieser frühe Abend doch wahnsinnig viel Spaß. Also wir genießen, für Sie Musik machen zu dürfen in diesen besonderen Zeiten, in denen wir uns befinden. Also genießen Sie die Pause, und nach der Pause geht es pfeffrig gleich wieder weiter.